So, herzlich willkommen zur neuen Folge Farm Together. So, ich habe das jetzt schön gekauft und man sieht, es ist jetzt schön groß geworden hier. Aber ich habe ja immer noch keinen Helfer. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Was werden wir heute machen? Ich denke mal, ich werde mir erstmal eine Haltestelle bauen, aber trotzdem lassen 400 Uhr. Ich werde mir irgendwo mal eine Haltestelle noch hinmachen, glaube ich. Aber ich gucke erstmal hier. Man kann ja auch selber dann, wenn man so viel Geld hat, auch noch so eine Art Straße legen. Ups. Oder kann man da so schön lang laufen oder mit dem Trecker fahren? Wir haben ja noch nicht alles freigeschaltet. Also ich ja noch nicht. Guck mal, da gibt es noch ein Steinhaus, was man noch machen kann, oder keine Ahnung was. Die Haltestelle hier kostet 4 von diesen Medaillen. So. Eieiei, man kann die Karte noch um einiges vergrößern, Donnerwetter. So, ich werde mal hier ein paar Äpfel wieder einsammeln. Kann man denn so schön Apfelsaft draus machen oder einen Apfelkuchen oder keine Ahnung, was man noch mit Äpfel alles machen kann. Außer essen. Diese ganzen Bohnen hier, ich weiß nicht, die brauche ich eigentlich gar nicht mehr. So, die brauchen Wasser, die Pilze. So, die Blumen hier. Kriege ich auch noch mal Wasser. Ja, ist ja gut da. Ein kleiner Teich. Wo alle drin, alle drin schwimmen hier. Meine Hühner und die Enten. Man kann ja auch bestimmt selber mal so einen Teich oder sowas anlegen. Anlegen irgendwie. Diese ganzen Zäune, die man machen kann. Da bin ich mal gespannt. Und dann noch dieses ganze Obst und Gemüse, was da noch kommt. Was noch gesperrt ist. Bin ich auch mal gespannt, was da denn noch alles kommt. Im Moment kann ich ja das alles hier denn so machen. Wenn die Jahreszeit dafür geeignet ist.
Sonnenblumen sind dann noch auf Level 1. Die kann man ja auch dann nochmal irgendwie machen. Dass ich vielleicht mal auf Level 2 komme oder höher. Mal gucken. Naja, bei Erbsen kann ich sagen, ich bin nicht so der Erbsenesser. Gestern hatte ich Bohnen. Einfach nur schöne heiße Bohnen. Und der Rest, der im Pott dann noch war, das waren nur 2-3 S-Level oder was, hat eben kalt gegessen. Ja. Warum halt die Steckrübe? Steckrübe? Vielleicht weil sie irgendwo drin steckt, die Rübe. Naja, mit Steckrüben oder Karotten oder auch eine Gurke kann man ja dann auch noch irgendwie andersweitig verwenden, sage ich mal so. Mais geht vielleicht zur Not. Ja. Eine ganz schöne große Fläche habe ich jetzt hier zu bearbeiten und so weiter, ey. Unglaublich. Birnen sind auch lecker. Also ich auch selten, aber oder Pfirsiche finde ich auch toll. Mal sehen, da ja denn so langsam Weihnachten und so immer näher kommt, kann ich dann immer mal so nach und nach jetzt irgendwie langsam was einkaufen, damit man dann über die ganzen Feiertage halt nichts einkaufen braucht sowieso, und dann, dass man halt erstmal wochenlang was hat zum Naschen und so. Auch ein Lebkuchen und was weiß ich, hier Marzipan und sowas. Schon mal in den nächsten Wochen anfangen, immer nach und nach was einkaufen. Damit man dann halt schon Anfang Dezember einiges hat im Haus und so. Ja. Aber jetzt immer noch ein paar Spekulatius und so. Und der Lebkuchen kommen auch noch dran irgendwann. Dann fange ich dann nach und nach immer an. Jetzt so Woche für Woche und sowas. Ab und zu mal was holen. Jeden Monat. Ist ja nicht mal hin. Nächste Woche ist er dann schon Oktober. Und dann kommt November. Und dann kommt Dezember. Hopsala. Länger als das andere und so. Da hat man immer wieder was zu tun. Kartoffeln. Kann man auch so vieles draus machen.
Wasser. Geht aber auch schon wieder durch. Wahnsinn. Ja, eben der Salat, nicht die, wobei die Felder, ja, aber naja, egal. Die Palmen hier noch nicht. Tja. Schön, die Musik ist beruhigend, das ist toll. Hier kannst du echt so machen, was du willst und so lange du willst. So ein paar Dinge, die dauern hier halt. Ups, das war ein Feld zu weit. Na ja, egal. So, was nehmen wir jetzt? Paprika ist ein schönes Gewürz. So, einmal hier hin und einmal dahin. So viele Sachen, ey. Knoblauch, der kommt dann hier hin. Und einmal hier hin. So. Einmal die Rübe reinstecken. So, haben wir drei Felder hier. Also Bereich oder wie auch immer. Wieder etwas voll. So. Kann man das so mit der Hand. Ach ja, wieder ein paar Diamanten. Ja, ja.
Pilze hier, was willst du? Und die Blumen? Ich brauche ja auch mit der Wasser eigentlich. Spritze, Spritze, Nasser, die Blumen brauchen Wasser. Schön, dass ich immer eine Gießkanne habe, die voll ist. Hm? Dass ich nicht immer extra zum Brunnen hinlaufen brauche oder was. So, der Winter ist da. Jetzt haben meine Geldbäume auch Geld, sozusagen zwei Diamanten. Zack. Und hier zwei Diamanten. Und da zwei Diamanten. Und da zwei Diamanten. Und die sind hochgekommen hier oben. Wird dann auch schon wieder so weit. Dann einmal kurz angeln. Gibt auch ein paar Taler wieder. Oh, das kann ich auch so machen. Zack, geht schneller. Die nehme ich einfach mal mit. Nicht viel, aber so, jetzt hier auch noch mal und zack, das kann man immer mal machen, ein paar Geldbäume pflanzen, wie die sich nennen, und dann gibt es immer schöne blaue Diamanten. So, hier ist meine Insel des Vergnügens. Aber da brauche ich jetzt nicht hin. So, einmal hier voller geben. Und dann ran an die Eier. Also zum Einsammeln. Und angeln geht nochmal. Und schwupp, die Katze springt auch rein. Ins Wasser da einen kleinen Teich. Gut, dann kann ich so langsam, aber sicher mal zum Ende kommen hier. Jetzt habe ich ja im Moment alles mehr oder weniger gemacht, was ich hier brauche. Und so. Auch wieder hier die Äpfel vom Baum holen. Ja. Und gleich wieder verkaufen. Einmal 5 Diamanten. Ja, nochmal 5 Diamanten. Und Eier habe ich auch. Also hier im Stand. Das macht sogar 10 Diamanten. Oh, den haben wir noch vergessen, den Geldbaum. Gut, liebe Farmer da draußen und Farmerinnen, dann bedanke ich mich erst einmal für heute. Und dann geht es nächstes Mal weiter, ne? Dann bleibt mal schön gesund oder werdet wieder gesund. Ja, und dann
bis zur nächsten Farm, genau, bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Bye bye.